So, hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Talos Principle. Zweiter Teil natürlich, ersten Teil hoffentlich gespielt, wenn nicht, dann holt das nach, wer auf diese Puzzle- und Rätselsachen und sonstiges steht, sollte es auf jeden Fall gespielt haben. Es ist der Hammer und ja, das hier macht auch totalen Spaß. Wir sind wieder in der Stadt. Ich habe letztes Mal, glaube ich, zu Hause. Ja, zu Hause. Ich meine, Roboter haben kein Zuhause, von daher scheiß drauf. Wir gehen mal. Wir sollen uns in der Stadt hier melden. Da spielt wieder der Typ Gitarre. Das hatten wir schon ganz am Anfang mal, ne? Okay. Wir sollten uns bei dem Typen in diesem Museum oder was das ist hinten melden. Und da tun wir natürlich auch. Also ich will jetzt hier auch nicht mit den Leuten reden oder so großartig. Weil... Was? Hä? Okay. Keine Ahnung. Good luck, 1K. Wie good luck, 1K? Hamish. Kennen die mich alle, oder was? Good luck, 1K. Attention all citizens. The Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition is now open to visitors. However, please note that due to an unauthorized strike, public transport will be temporarily unavailable. May the founder be with you. Okay, Road to Gehenna. Hatten wir. Haben wir gespielt. Komplett. Oh, hey. 1K. 33. What are you doing here? Ich suche nach Cornelius. Ah, I assume it has something to do with your expedition? I must admit, I haven't been following the news. Sorry, been a little lost lately. Das macht gar nichts mal. Cornelius war offenbar mit Athena bei der Megastruktur. Alles okay bei dir? No, not really. Oh. When you ask me what I would do now that my job is redundant, I don't know. I guess I hadn't thought about it. I had just focused on getting there. And after you left, it all just rushed over me. The truth is, I don't know who I am without this. Creating new life, guiding people into existence, that's who I am. More importantly, I think that's who I want to be. And if we stop growing, that's the one thing I can't be anymore. That's why I wanted to talk to Cornelius. He was there at the beginning. He knows where we came from. I thought he might help me understand where I could go next. Okay, keine Ahnung, Mann, dem geht ich ja wirklich scheiße. Also für einen blöden Roboter ist das schon. Okay, also du findest bestimmt eine andere Berufung. Du solltest deine Werte nicht aufgeben müssen. Es ist ein Opfer zum Wohle des Planeten. Du solltest deine Werte nicht aufgeben müssen. Es ist ein Opfer zum Wohle des Planeten. Ist auch Bullshit. Also, dann nehme ich die Mitte. Die ist genauso Bullshit, aber am wenigsten Bullshit. Thank you, 1K. I don't want to. I liked who I was. Who I still am. Okay. Now, you said you were looking for Cornelius? Yes, sir. Ja, genau. Er war offenbar mit Athena gemeinsam bei der Megastruktur. Oh, that's... well, I suppose it shouldn't really come as a surprise. They were very close, you know. After she disappeared, he went away for a long time. On a research expedition, he said. To be honest, everyone assumed he was working out his grief over being left behind. Many of the first companions were... deeply shocked by her decision, particularly Byron. So, das ganze Problem. Ja, okay, wo ist er jetzt? That's the thing. I wanted to talk to him about my future, but he wasn't responding to my messages. So I came here to talk to him and he seems to have vanished. Das Problem an der Sache ist, bevor ich das gleich vergesse, das hier. Falls irgendjemand das, also das werden wir nie, also das ist Bullshit.
wird, also klar, in 300 Jahren kann irgendjemand was erfinden, eine technische Instanz erfinden, die aufgrund von Biomasse basierend vielleicht lebendige Emotionen wiedergibt und an Roboter sozusagen an Mechanismus austeilt. Das mag sein, das weiß ich jetzt nicht, das kann ja keiner wissen, also was in 300 Jahren ist. Ansonsten ist das der totale Bullshit, ja. Also wir werden nie erleben, dass Roboter so eine Persönlichkeitsentwicklung haben, wie das jetzt hier dargestellt wird. Das ist Bullshit, ja. Also sorry, für mich ist das Bullshit. Ich möchte da jetzt dran glauben, darum geht es gar nicht. Das kann sein, dass das in 400, 500 Jahren so ist, ja. Das weiß man ja nicht, aber also vom Stand der Dinge her heutzutage, also das werden wir nie erleben. Also dieses AI ist, ja, naja. Weißt du, wohin er gegangen sein könnte? Warst du bei ihm zu Hause? Kann ich auf sein Terminal zugreifen? Das ist alles. Alter, weißt du, wohin er gegangen sein könnte? Wir fangen mal ganz schmuf an. No. The truth is that for the longest time he barely left the museum. He was always at his terminal, working day and night. I asked him what he was doing once and he said he was saving the past. Day and night. Klar, der muss nicht mal Kaka gehen. Weißt, ab und zu kommt der Typ mit der Ölkanne vorbei. So wie, weiß ich nicht, hier bei diesem Zinnmann, dem Zinnförster. So. Naja, egal. Warst du bei ihm zu Hause? Kann ich auf sein Terminal? Okay. I did, on my way here. And I messaged most of his other friends. He doesn't seem to be anywhere in the city at all. Okay. Ihr habt doch bestimmt ein GPS eingebaut, also das kann ja auch nicht sein eigentlich, ne? Wenn man so eine hochkomplexe Maschine baut, ja, dann baut man als erstes so ein Oldschool-Ding aus unserer Zeit jetzt mit ein, weißt du, so ein, den klemmst du so hinten hinter dieses Ding, was man da sieht hier, da sind ja diese naja, Hydraulik-Dinger oder Stoßdämpferteile für den Kopf da, die Steuerdinger, ja, und da rein in diesen Spalt steckst du halt so ein Magnet-Ding, weißt du, so wie wenn man Leute stalken will und so, weißt du, so GPS. Naja, egal. Kann ich auf sein Terminal zugreifen? I suppose so. It seems a little unethical, but then it is just his work terminal, right? Ja, denke ich auch. Das ist alles. Danke. Ja, danke dir. And thanks for taking the time to talk to me. Kein Problem, armer Kerl. Und was ist jetzt sein? Das hier ist sein Terminal, oder was? Nein. Ach, hier rum ist sein Terminal. Okay. Notizen. Aber der unzugänglich auf Server anwendbar. Jetzt hör mal wenigstens was. Das ist gut. Ich liebe es. Komm. So this is what Cornelius was working on? Strange. It looks a bit like the blueprints for the Somnodrome, but no, it's not quite that. Is he trying to isolate something in the buffer? Maybe Melville can make sense of it, but I think this might be a dead end. I need to finish up with the mayor. You can head back to the VTOL whenever you're ready. I'll meet you there. No rush, though. Ja gut, hier wird nichts dazugekommen sein. Heißt, wir hauen wieder ab. Ist jetzt ein bisschen gelaufen, aber ist ja nicht schlimm. So. Jetzt wird er einen blöden Aufzug. Ja. Also ich bin weder ein Feind noch ein Freund von diesem ganzen Quatsch, ja. Ich meine, das nennt sich Entwicklung, die lässt sich sowieso nicht aufhalten, also. Hör auf die antiken Autoren. Wir müssen bescheiden sein. Ja. Ja, wie gesagt, also ich, ne? Also ich bin weder ein Freund noch ein Feind davon. Entwicklung ist Entwicklung. Da kannst du dran machen, was du willst. Oder drüber denken, was du willst auch. Das hilft sowieso nichts. Also Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Es gibt immer irgendeinen Idioten, der was Schlechtes draus macht aus guten Sachen. Und umgekehrt aus guten Sachen, also aus schlechten Sachen was Gutes. Das sind die sogenannten Wunder, wo man nicht mitrechnet und bla bla bla. Und die ganz grauenhaften Sachen eben, ja, Beispiel Oppenheimer, Atombombe, bla bla bla. Ne? Also es gibt immer Erfindungen, die
Ne? Und so geht halt die Welt weiter. Also vom Stöckchen fürs Feuer. Sind wir mal langsam da? Alter, ich wollte gerade sagen, ey. Vom Feuer bis heute, ja, guckt euch an. Also, das lässt sich nicht aufhalten. Menschen brauchen das, sich zu entwickeln. Also, die verbessern ihren Lebensraum immer. Das haben sie, glaube ich, immer schon gemacht, soweit ich das überblicken kann überhaupt. Deswegen, also, das ist die Entwicklung, wo wir in 1000 Jahren sind, ob es dann noch Menschen gibt oder nicht und dies und jenes. Das ist halt die Frage. Aber diese Philosophien, die mit eingebunden haben, ja. Hallo. Ja. Hört auf die. I convinced him that we need to keep going until we found Byron. Did he want us to leave him behind? Ist wieder keiner. No, he's just concerned for our safety. And he's right to be. Ja. But we're going back anyway. Das ist ja nur so eine Projektion, die da spielen. Also das ist ja einfach nur ein Spielchen. Das Roboter Menschen spielen. Oh, Elohim. But your choices will determine the future. Ah, das ist wie so wie zu Hause. Wenn der spricht. Are you receiving? Yep. Welcome back to the mysterious island, everyone. Oh. How's the situation? Whatever Byron did seems to have sent the whole system into some kind of lockdown. I can't access any of the terminals, although I suspect 1K still could. Why would that be the case? When 1K connected to the data stream, the system assigned him a user profile. The rest of us are locked out, which means I'll need your help, 1K, because a lot of stuff doesn't seem to be working. Okay. Check it out and see what you can fix. But please remember, what matters most is finding Byron. Okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle, ne, wo wir angefangen haben. Okay, das ist alles Automatic Play. Und jetzt bin ich wieder da. Okay. Wir gehen erstmal wieder in die Kapsel. Denke ich mal. Das ist doch hier, oder? War das nicht hier? Doch, hier ist die Kapsel. Wollte gerade sagen. So. Dann müssten wir ja den neuen Kram kriegen, oder? Haben wir den neuen Kram dann mal? Yes, sir. Looky hier. Also, wir sind jetzt hier in der Mitte. Wir haben hier alle Dinger erfüllt. Labor. Also, das heißt, wir können auch hier hingehen. Reise Süd 1. Lass mal machen. Together that should allow you to detect which files will lead to a data stream overload. Unfortunately, I'm not doing this to help you avoid them. In fact, I'm gonna need you to search for more. I'm sorry about that. But if we're gonna unlock all the systems that aren't responding, you'll have to connect to the data stream, possibly more than once. It's the only way for me to get access. Okay, dann gucken wir mal, was Süden uns bringt. Oh, das sieht so aus wie bei der, in der Demo, die Geschichte. So ein bisschen, ne? Ja, ne, ein bisschen anders, aber... Doch, das ist das. Oh ja, das ist die Demo. Oh, wie cool ist das denn? Man wurde ja darüber informiert, dass die Demo... In this area, there seems to be a problem with the machine that makes the Tetromino bridges. That means you can solve the puzzles, but you can't activate the tower. Look for a lab that lets you connect to the data stream. I already found it. I'll send you the coordinates. Wow, geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, ja, das kennen wir aus der Demo. Das war die Demo. Wenn sie genauso ist, dann ist es die Demo. Die habe ich schon mal gemacht. Von daher dürfte das, bis auf so ein paar Sachen wahrscheinlich, die ich vergessen habe oder so, dürfte das ja eigentlich kein Problem werden, oder? Weil die haben wir komplett gelöst. Ja, ist natürlich dann für mich jetzt nicht ganz so. Aber ich denke mal, das ist so lange her, das ist ein Dreivierteljahr her, Leute. Also, als die Demo oder fast ein Jahr. Lass mal gucken, hier ist die 1.
So, ihr Lieben, wir sind hier. Da ist dieses Ding. Wir sind Süden 1 und Rätsel Nummer 1. Phasenzugang. Ach, ich kann mich hier hin teleportieren. Ich denke gerade, wie komme ich denn da durch? Da muss ich hin. Ha. Also hier ist schon mal eine Kiste. Und ich brauche aber noch... Ah ja, ich brauche alles Mögliche. Okay. Wisst ihr, ich weiß nämlich schon gar nichts mehr. Nee, warte mal. Ich muss den... Warte mal, Moment. Teleporter nehmen. Und dann... Ach so, nee, warte mal. Moment. Warte mal. Wie geht das? Nein, ich bin ein Idiot. Okay, Entschuldigung. So, den weg, den hier hin. So, dann nehmen wir den mit rüber. Warte mal. Hä? Scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss alles hier rüber packen, ne? Warte. So. Ah, jetzt haben wir es verstanden. Ja, ja, okay, warte. Ich kann alles mitnehmen hier hin. So, und dann brauche ich den hier. Ja, so. Hat gepasst. Hat gepasst. Ja, okay. Kriegen wir hin. So. 2 ist in die Richtung. Lass uns mal eben hier unten gucken gehen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was hier war. Achso, das ist dieses Puzzle. Ja. Okay, ich weiß noch. Zack. Inhalt ist jetzt verfügbar. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh ja, ich weiß noch. Oh, da habe ich lange gesucht. Alter Schwede, ne? Entweder bei dem oder beim nächsten, also beim Dreier. Ich weiß nicht, welches ist. Müssen wir noch ein bisschen warten. 2. Oh ja, das war das. Alter, ist das grauenhaft schlimm. Okay. Oder das war hier oben dann, ne? Ja, genau, da oben. Und dieses hier, ja, ist egal. Okay, also Süden 1 und Rätsel 2. Die Flucht. So, hier haben wir irgendwas. Okay, ich weiß nicht genau. Das Ding muss da raus. War denn hier irgendwie ein Jammer? Nee. Warte mal, blau. Okay, wir brauchen blau, wir brauchen rot, um dieses hier aufzumachen. Warte mal. Lass uns erstmal hier gucken eben. Warte mal, Moment. Rot. Rot und... Was passiert dann? Ah, jetzt kann ich hier rein. Das hilft mir ja gar nicht, oder? Kann ich denn? Ne, die sind hintereinander. Ach du Scheiße, siehst du, das war da doch. Ich weiß noch. Kann ich den denn hier nicht raus? Doch, ich kann den doch. Nee. Warte mal, ich kann den.
Ah, warte mal einen Moment. Moment. Ah ja, okay. Ja, 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 ja. Warte. So, erstmal den hier rausholen. So. Blau. Da muss ich durch. Den kann ich da hinstellen, ne? Okay, warte mal. Also ich muss jetzt Folgendes machen. Ich muss... Kann ich denn hier mit dem... Kann ich denn hier... Ja, ne? Warte mal. So. Ach, ich kann hier gar nicht durch. Doch, kann ich. So, dann... Moment mal eben. Moment mal eben. Moment mal eben. Ich muss ja... Warte, ich muss den hier hinstellen. Ach, das geht nicht. Ach so, warte mal. Geht das hier? Ich hoffe, das geht hier durch dieses Gitter. Warte. Jawohl. Okay, das geht. Dann kann ich... Ja gut, den brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Das war jetzt ziemlich schwachsinnig. Also für den blauen brauche ich den, aber... So, hallo. Kann ich den da durchstellen, bitte? So, dann haben wir das nämlich schon. So. Boah, alter Schwede, ne? Das ist ja mal... Naja, und hier unten, ne? Da ist dieses Ding übrigens. Also, nur mal, damit wir Bescheid wissen. So, und jetzt muss aber dieses Ding hier raus, ne? Das weiß ich aber nicht, wie das gehen soll. Wie soll denn das gehen? Der kann doch nicht durch sein eigenes Loch. Ach so, ich kann den ja... Ach. Warte mal. Tja. Tja. Ja. So, guck mal hier unten, da. Da ist nämlich hier. Da ist Zeug. Grün. Da ist das Grün, was wir nachher brauchen. Und er ist unser... Er ist unser Man hier, ne? Also. Er ist der Man. Und zwar grün muss... Wo musst du das hin? Da. Nee, das war das nicht. Da ist irgendwo diese Figur. Okay, das müssen wir gleich nochmal einrichten. Ich stelle den jetzt erstmal hier hin. Und ja, gehen wir erstmal weiter. Ne? So, 3 ist nach oben. Sehr geil, ey. Boah, das hat richtig Spaß gemacht, die Demo, als sie rauskam. Das weiß ich noch, da kann ich mich noch... Sehr gut dran erinnern, meine Herren. So lange gewartet. Obwohl das ja für so eine Entwicklung von so einem Spiel ja nichts ist eigentlich, ne? Aber, ja, 17, ne? Erster Teil und dann erstmal warten. Okay, Süden 1 und drittes Rätsel. Ja, gucken wir mal. Durch die Wand. Da ist der Typ. Da ist das. Okay, den kann man nehmen. Achso, ja,
Okay, der muss einfach nur weitergereicht werden. So. Oder? Ach so, warte mal. Nee. Moment, ich muss den da rausholen. Warte mal, Moment, ich muss nochmal anfangen. Sorry. Ich muss den hier raus haben und dahin packen, damit ich den nachher hier wegkriege. Ach so, warte mal. Okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, warte. Warte. Hallo? So, jetzt haben wir den hier raus. Warte mal, jetzt muss ich eben überlegen. Warte mal, ich muss den da rausholen, das heißt... Hä? Warte mal. Nee, das ist ja Quatsch. Was mache ich denn hier? Warte mal. Ich muss... Okay, der muss ja hier rein. Ich muss ja hier rein. Das geht aber nicht. Warte mal. Hä? Warte mal. Moment. Moment. Also, ich muss den hier erstmal rausholen. So. Moment. Der muss hier hin. Wie kriege ich den denn auf? Warte mal. Den muss ich... Warte mal, Moment. So, warte. Hä? Warte mal. Ich bin gerade etwas verwirrt, Leute. Es tut mir leid. Moment. Also... Ich muss den da rauskriegen irgendwie. Ich muss aber wieder hier rein. Das war schon richtig. Warte. So. Ich muss ja wieder hier rein. Und ich muss einmal raus. So. Oh Gott. Aber ich komme hier nicht ran. Ach, das war dumm. Warte mal. Die müssen beide hier stehen. Warte mal. Ich muss den auch hier hinstellen. So, und jetzt muss der hier durch. So. Ich muss den hier durchschmeißen. Dann kann ich mit ihm dahin. Dann kann ich... Warte, Moment. Nicht, dass ich das hier falsch mache gleich. So, dann kann ich dahin. Dann kann ich dahin. Den hier reinsetzen. So durch und fertig. Oh Gott. Meine Fresse ist das. Ja, okay. Ja. Ich habe es verstanden jetzt. Also ich habe es... Jetzt habe ich es verstanden. Moment. So, und den stelle ich mal hier hin, weil ich noch nicht weiß, ob wir den noch brauchen.
Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, die Folge ist mal für diesen Moment beendet. Also die Folge ist beendet. Und ja, ich bedanke mich für allen, die zugeschaut haben. Lasst ein Like, ein Abo da. Schreibt Kommentare wie wild, ne? Ihr kennt den Algorithmus. Und wenn ihr das mögt, also wenn ihr mich mögt, oder also wenn ihr mich mögt, ja, nein, wenn ihr das gut findet, dann sorgt dafür, dass andere das auch sehen können, und dazu müssen wir ein bisschen pushen. Wenn es euch einfach so gefällt und ihr guckt nur zu, still und heimlich, ich habe nichts gegen Lurker und alles easy. Ansonsten würde ich mich freuen halt, ne? Kommentar, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, wie gesagt, und ja, tschaußen.